Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich nochmal einen Live-Test für euch. Ich nehme heute die Marke Makeup Revolution unter die Lupe. Ich habe mir hier für jede Kategorie ein Produkt gekauft und ich weiß, dass ihr euch Live-Tests immer sehr wünscht, deswegen kommen die jetzt auch wieder häufiger und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem Video. Ich starte jetzt mit meinen Augenbrauen und da habe ich den Revolution Precise Brow Pencil in der Farbe Medium Brown. Ich konnte die meisten Sachen hiervon eigentlich gar nichts, außer den Concealer, swatchen, weil die Sachen irgendwie weg waren. Also entweder gab es gar keinen Tester oder man hat gesehen, okay, die wurden wahrscheinlich geklaut. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie gleich alles pigmentiert sein wird und auch, ob die Farbe hier von dem Augenbrauenstift passt. Ich finde, das Design sieht schon mal richtig schön aus. Also die Verpackung ist schwarz matt und die Schrift in Gold, die findet sich auf jeden Fall auf jedem Produkt wieder. Eine Seite hat eine Bürste, mit der man seine Augenbrauen durchkämmen kann. Und hier ist dann der Stift, der wirklich recht schön dünn ist. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Die Augenbrauen sitzen, es war wirklich super einfach, sie nachzuzeichnen. Ich mag die Farbe gerne, ich mag das gerne, wenn die Augenbrauen so ein bisschen dunkler sind. Gleich, wenn ich richtig geschminkt bin, dann sieht das auch nicht mehr so hart aus. Und am Anfang ist mir ein Stück von der Mine abgebrochen, aber ich glaube, das lag daran, dass ich einfach ein bisschen zu viel rausgedreht habe. Ansonsten ist der Stift sehr, sehr weich, der gibt sehr gut Farbe ab. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Eine Sache muss ich jetzt doch noch mal kurz loswerden. Ich bin mir gerade mal so über die Augenbrauen gegangen und hatte so ein bisschen Farbe an den Fingern. Ich habe das mal hier jetzt mit so einem Tuch gemacht. Das könnt ihr, glaube ich, auch aus der Entfernung ganz gut sehen. Hier ist nämlich ein Fleck von dem Augenbrauenstift. Also der färbt auf jeden Fall ab. Ich bin gespannt, wie lange der dann halten wird oder ob der verschmieren wird. Aber dazu werde ich euch später auch Feedback geben. Jetzt geht es weiter mit der Foundation. Die habe ich schon vor längerer Zeit gekauft und sie ist einfach in Vergessenheit geraten. Deswegen ist sie noch ungeöffnet. Ich hoffe, dass der Ton jetzt auch passt. Und zwar ist das die Conceal and Define Full Coverage Foundation. Die habe ich hier in der Farbe F1. Das sieht nach einem sehr kühlen Ton aus. Ich packe es einfach mal aus. Okay, es ist auf jeden Fall zum Aufdrehen. Oh, sieht einfach aus wie ein riesiger Concealer. Aber ich würde sagen, die Farbe müsste passen. Ist vielleicht ein kleines bisschen hell, aber tendenziell mag ich es lieber ein bisschen heller als zu dunkel. Ich bin mir jetzt auf jeder Seite einmal mit dem Applikator drüber gegangen und werde das Ganze jetzt mit einem Pinsel verblenden. Okay, ich sehe jetzt aus wie ein richtiger Geist. Ich könnte jetzt bei The Grudge mitmachen, glaube ich. Die Farbe passt mal so gar nicht. Also die ist wirklich viel, viel zu hell. Ich sehe richtig blutleer aus. Aber die Deckkraft ist echt heftig. Also ihr habt gesehen, ich habe echt nicht viel von der Foundation genommen. Sie ist etwas dickflüssiger und man kann sie aber trotzdem gut verteilen. Aber ihr seht, die Deckkraft, die ist echt nicht schlecht. Die ist echt krass. Ich bin jetzt gerade auch mal so näher an den Spiegel gegangen und habe mir mal hier so meine Poren um die Nase angeguckt. Da ist auch nichts in die Poren gerutscht, auch nichts in die Fältchen gerutscht. Und bisher, außer die Farbe, ja, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Jetzt geht es weiter mit dem passenden Concealer. Den habe ich mir gestern gekauft, also das müsste die richtige Farbe sein. Ich glaube, dass es von den Foundations auch gar nicht so eine gute Farbauswahl gab. Ich glaube, da gab es nichts Passenderes, aber ich würde jetzt nicht drauf schwören, ist einfach schon zu lange her. Und als Concealer habe ich mir den Conceal and Define Full Coverage Concealer gekauft und da habe ich jetzt die Farbe C2. Wenn ich mir die Farbe hier so ansehe, dann scheint das schon eher mein Ton zu sein und ja, ich probiere es einfach mal. Okay, ich würde sagen, ich sehe noch ein bisschen untoter aus, aber ich glaube, das kommt immer noch durch die Foundation. Der Concealer ist auch dickflüssiger, man kann ihn trotzdem sehr gut verblenden, der geht nicht in die Poren rein. Und ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut, den werde ich auf jeden Fall weiter für euch testen. Ich bin vor allem gespannt, wie er sein wird, wenn ich den ohne diese Foundation verwenden werde.
Und ja, gefällt mir gut. Ich glaube, eigentlich müsste ich das Ganze jetzt gar nicht setten, weil sowohl die Foundation als auch der Concealer echt schön matt sind. Aber ich habe mir hier trotzdem mal ein Setting Powder geholt. Und so habe ich hier einfach das White Baking Powder. Das werde ich jetzt auch einfach baken lassen. Es gab auch noch ein Banana Powder und so ein rosa stichiges Puder. Aber ich dachte, ja, das Weiße wird ja dann eh translucent. Falls nicht, werdet ihr mich wahrscheinlich gleich vor der Wand nicht mehr erkennen. Ich bin gespannt. So, ich gebe das einfach mal hier auf meinen Beauty Blender drauf und werde das einfach mal auf mein Gesicht geben. Ich lasse das Puder jetzt mal ein bisschen baken und werde mein Gesicht in der Zwischenzeit bronzen. Ich habe hier eine Palette, die habe ich schon sehr, sehr lange, die habe ich vor 4 oder 5 Jahren entdeckt durch die liebe Coco. Die hat die nämlich damals benutzt und ich fand den Schimmer auf ihren Wangen so schön. Da hatte sie mir das weiterempfohlen und mir die sogar auch mal zum Geburtstag geschenkt. Und seitdem benutze ich die immer zwischendurch. Ist wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, werde ich jetzt aber wieder häufiger benutzen. Das ist einfach die Golden Sugar Blush Palette. Die hat super, super schöne Farben drin. Ich werde jetzt allerdings nur hier diesen Bronzer verwenden. Die anderen Sachen kann ich euch jetzt gerne mal auf meinem Arm swatchen, denn ich habe noch weitere Produkte geholt, die ich gleich für mein Gesicht testen möchte. Das Bronzen hat relativ gut funktioniert. Hier ist ein bisschen sehr viel Produkt draufgekommen. Das Produkt ist super gut pigmentiert. Ich habe das wirklich nie getestet. Die Palette ist immer leer gegangen und das war der Ton, der drin geblieben ist. Hier hat es tatsächlich besser funktioniert. Ich habe jetzt hier so einen Schatten. Deswegen könnte es sein, dass hier so ein dunkler Fleck ist irgendwie. Aber ich werde das auf jeden Fall noch weicher bekommen, wenn ich das Baking Powder jetzt gleich runternehme. Und ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach mal. Oh oh, das bleibt super hell. Das färbt auf jeden Fall ab, das Puder. Oh Gott. Ich hoffe, ich kriege das gerettet. Okay, ich habe das Puder jetzt erstmal runtergenommen. Jetzt sieht es erstmal so aus. Sehr interessant. Ich versuche auf jeden Fall, das jetzt noch richtig zu verblenden. Mal gucken, ob es klappt. Okay, ich habe es noch irgendwie hinbekommen. Ich musste den Pinsel einfach nur so richtig bündeln, damit ich da mehr Kraft ausüben konnte. Und ja, ich konnte auch das hier so ein bisschen weicher kriegen. Ich werde ja gleich eh Blush verwenden und dann wird das sowieso wieder ganz anders aussehen. Bevor ich aber Blush und Highlighter verwende, werde ich jetzt erstmal meine Augen schminken. Und so habe ich mir hier die Reloaded Iconic Fever Palette gekauft. Diese Paletten, da gibt es ganz viele verschiedene von, kosten nur 4,99 €. Das fand ich echt günstig für diese Auswahl. Deswegen bin ich super gespannt, wie die so pigmentiert sein werden. Wie gesagt, konnte ich die halt überhaupt nicht testen. Ja, ich würde sagen, ich schmink mich einfach und blende euch dann dazu die Farben ein, die ich verwende. Das ist wirklich ein super, super schnelles Augen-Make-up. Ich habe ja, glaube ich, nur 4 verschiedene Farben aus dieser Palette hier verwendet. Ich würde sagen, die Palette ist mittelgut pigmentiert. Also die beiden Töne, die ich als erstes verwendet habe, die matten, die waren nicht so hoch pigmentiert. Dafür konnte man sie aber super gut verblenden. Aber diese Rottöne, die ich hier gerade verwendet habe, das habt ihr ja selber gesehen, die waren super gut pigmentiert. Ich hatte schon überlegt, den Pinsel anzufeuchten, weil ich mir dachte, oh, das gibt bestimmt nichts. Aber es ist echt super geworden. Also die sind super pigmentiert, wie gesagt, kann man auch sehr gut verblenden. Ich hatte fast gar kein Fallout und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Anfängerpalette auch, weil die Farben einfach überhaupt nicht fleckig geworden sind oder so. Und weil man die Farben aufbauen kann. Also das heißt, wenn man ein bisschen mehr vom Produkt nimmt, dann hat man nicht direkt so einen riesigen Balken auf dem Auge, sondern kann das noch retten. Dann geht es jetzt weiter mit einem Blush, den ich gekauft habe. Ich fand die Farbe einfach super schön, also so ein richtiges Pink.
Und zwar ist das der Blusher Reloaded in der Farbe Pink Lady. So könnt ihr den nochmal genauer sehen. Ich finde, es sieht einfach richtig schön aus und mir gefällt das auch, wie das hier gepresst wurde. Also dieses wellige Muster. Und mal sehen, wie das Ganze auf den Wangen aussehen wird. Ihr seht, ich mag gerne viel Blush. Dementsprechend habe ich auch viel davon verwendet. Ihr könnt sehen, mein Pinsel hat sich direkt richtig verfärbt. Es wurde auch so ein bisschen staubig um mich herum, als ich das aufgetragen habe. Trotzdem ist natürlich auch gut etwas an den Wangen haften geblieben. Mir gefällt das Produkt ganz gut. Muss ich einfach weiter unter die Lupe nehmen. Ist vielleicht ein bisschen trocken, weil es so staubig war. Ich bin gespannt, ob das auch auf dem Gesicht halten wird. Dann habe ich mir auch noch einen Highlighter geholt. Das ist der Highlighter Reloaded in der Farbe Rise the Bar. Und ich fand den einfach so wunderschön. Ich muss das mal gerade hier öffnen. Der hat halt auch dieses gepresste Muster und ich fand, der sah einfach so schön aus. Ich konnte mir den einfach sehr gut auf meinem Gesicht vorstellen. Aber auch den konnte ich nicht swatchen. Dementsprechend bin ich jetzt auch gespannt, ob der auf meinen Wangen so gut aussehen wird wie in der Packung. Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Allerdings muss ich dazu sagen, jetzt gerade als ich das mit dem Pinsel aufgetragen habe, hat es mir erstmal nicht gefallen, weil erstmal war kaum Farbabgabe da. Also ich glaube, das ist so ein Highlighter, wo man erstmal am besten mit dem Pinsel drüber geht. Danach bin ich ja, wie ihr gesehen habt, nochmal mit dem Finger drüber gegangen und dann wurde es halt richtig krass. Vor allem, wenn man auch so mit dem Finger einmal hier drüber geht. Also die Farbabgabe ist schon echt cool. Muss man halt einfach nur ein bisschen noch so drüber gehen, aber dann wird er echt heftig. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Dann geht es an die Lippen. Da habe ich mir einen matten Liquid Lipstick gekauft und zwar in der Farbe Chauffeur 110. Und ich fand die Farben da irgendwie nicht so cool. Also die hatten sehr schöne Rottöne, aber an Nude-Tönen sah das für mich alles so tot aus. Also ich finde, da hat so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, da hätte mehr Farbintensität hinter sein müssen. Aber hiervon gab es zum Beispiel keinen Tester mehr. Die Verpackung ist matt gehalten und dadurch kann der Ton auch ein bisschen verfälscht werden. Ich werde es einfach mal auspacken und dann schauen wir uns das mal an. Also ich finde, die ganzen Verpackungen von Make-up Revolution sehen sehr hochwertig und super schön aus. Und mal gucken, wie der Ton aussieht. Ja, wenn man es auspackt, dann sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Und der riecht, sehr, sehr fruchtig. Ich werde mir jetzt einen Lip Liner auftragen und danach geht's hiermit weiter. In der Farbe habe ich mich auf jeden Fall getäuscht. Also die Farbe sieht hier richtig schön aus. Es gab andere Farben, die konnte ich swatchen, weil da gab es noch Tester, die mich nicht überzeugt haben. Aber ich habe mir gedacht, dass der hier wahrscheinlich am besten zu mir passt. Ist auch tatsächlich so, passt auch tatsächlich am besten zu dem Make-up. Erstmal habt ihr gesehen, war das Ganze ja sehr flüssig, also wie so ein Lipgloss. Und es ist super gut angetrocknet, es ist wirklich extrem matt. Es fühlt sich recht angenehm an auf den Lippen. Ich würde sagen, ein bisschen trockener als die Produkte, die ich sonst verwende. Aber da müsste ich auch mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und wie das ist, wenn ich dann was esse. Ich würde sagen, ich trage das Make-up einfach mal ein paar Stunden und dann sehen wir uns wieder. So ihr Lieben, nicht wundern, dass ich jetzt anders aussehe. Ich muss freitags immer alle meine Videos für YouTube und Instagram drehen und auch meine ganzen Fotos machen. Und da ich mittlerweile schon wieder zwei weitere Videos gedreht habe, sehe ich jetzt auch anders aus. Jetzt aber zum Feedback zu Make-up Revolution. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal sehen könnt. Ich bin super, super zufrieden. Ich habe das Make-up mittlerweile 6 Stunden getragen und es sieht immer noch super gut aus dafür. Ich habe eben Kartoffelauflauf gegessen und das war ziemlich fettig. Das ist mit so einer sahnigen Soße mit Käse überbacken. Und das ist etwas, was den Lippenstift immer sehr strapaziert. Und dafür sieht er wirklich noch top aus. Der ist halt hier in der Mitte leicht weggegangen, aber das ist echt nicht der Rede wert. Es sieht gar nicht schlimm aus. Man müsste jetzt nicht unbedingt drüber gehen. Also es hat einfach so einen natürlichen Verlauf. Das ist aber ganz normal, wenn man fettige Produkte isst. Und ansonsten, was mir auch noch auffällt, ist, dass die Foundation und der Concealer sind immer noch da, wo sie sind. Abgesehen davon, wo ich mir hier die Nase geputzt habe,
Da ist hier jetzt auf jeden Fall was weggegangen. Da ist es so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen blöd aus. Da könnte man nochmal nachschminken. Ansonsten, ich bin auch immer noch matt im Gesicht. Alles hat gehalten. Der Highlighter ist wie vorher. Ich war zwischendurch auch zweimal mit dem Hund draußen. Und es regnet heute. Von daher, ja, das ist mein Feedback zu Make-up Revolution. Mir hat es sehr gut gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit dieser Marke gemacht habt. Ansonsten freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und werden wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.